Herzlich willkommen hier im X-Lab zu einem neuen Video. Heute geht es um Modefotografie. Die Daniela Berner, meine Visagistin und ich, wir haben uns heute einen Gast eingeladen, die Mia Bühler, die einen sehr erfolgreichen Blog über Lifestyle und Mode unterhält. Die Adresse des Blogs blende ich unter dem Video ein. Für diesen heutigen Anlass möchte ich ein ganz besonderes Licht machen, und besonderes Licht ist normalerweise immer reduziertes Licht. Reduziert heute wieder auf eine Lampe. Ich benutze natürlich mal wieder meinen Para, meinen Lieblingsschirm, mit dem man ganz viel machen kann, den man unterschiedlich einsetzen kann und der einem ganz viele Möglichkeiten der Lichtformung gibt. Wir werden heute in X-Lab fotografieren. Wir können nicht weg, wir können nicht raus. Es ist auch sehr kalt und matschig draußen. So haben wir entschieden, hier direkt in unserem kleinen Videostudio zu fotografieren, da wo wir auch unser Tutorial filmen. Und dieser Raum, man sieht ja, der Raum ist weiß. Und dieser weiße Raum hat natürlich einen Vorteil. Ich brauche keine Aufheller. Wenn ich hier blitze, habe ich überall Aufheller. Oben, unten, links, rechts, alles ist weiß. Das heißt, ich spare mir zusätzliche Lampen, ich spare mir Aufheller. Ich kann durch die Position des Models und durch die Position der Lampe, kann ich meine Aufhellung im Raum gleich integrieren. Das ist natürlich dann nicht gut, wenn ich das nicht möchte, wenn ich extreme Motivkontraste erzeugen möchte. Ganz schwarze Seiten, die nur von einer Seite beleuchtet werden, das geht hier nicht. Wir werden das aber gleich noch in einem anderen Raum bei den Sofas draußen ausprobieren und sehen, dass man da durchaus mit solchen extremeren Lichtverhältnissen arbeiten kann, die dann für Schwarz-Weiß geeignet sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wir beginnen einfach mal mit unserem Shooting und ich werde dazu ein paar Sachen erklären. Wir fotografieren heute mehrere Outfits und mehrere Stylings. Nach jedem Styling mache ich ein Close-up. Dabei möchte ich sehr dicht rangehen und die Schärfe ganz gezielt auf die Augen setzen und mit geringer Schärfentiefe arbeiten. Das ist mit der Mittelformatkamera sehr gut möglich. Ich brauche allerdings einen Zwischenring, um nah genug heranzukommen. Jetzt kommt das erste Outfit. Ich stelle Mia ungefähr 30-40 cm von der Wand weg. Dann umschließt der weich eingestellte Schirm, also das Licht des Schirms, wunderbar das Modell und gibt einen ganz dezenten kleinen Schlagschatten, der aber sehr cool aussieht. Das zweite Styling ist schon wesentlich markanter. Aus diesem Grund setze ich das Licht jetzt etwas seitlicher, damit wir keine so flache frontale Ausleuchtung haben. Man sieht bei diesem seitlichen Licht schon, welche Schatten es wirft und wie interessant die Schatten wirken. In diesem relativ kleinen Raum brauchen wir keine Aufheller, weil das Licht an den weißen Wänden und an der weißen Decke schon stark genug reflektiert. Bei dieser Einstellung kommt der Schirm von rechts.
Ich habe hier die maximale Defokussierung eingestellt, sodass der Schirm maximal diffus leuchtet, um ein möglichst weiches Licht zu erzeugen, das diesen 70er-Style unterstreicht. Haben Sie schon gesehen? Manchmal zucke ich mit der Kamera so nach oben. Das sind aber keine zufälligen Zuckungen. Diese Mittelformatkameras haben nur einen Autofokuspunkt in der Mitte des Sichtfeldes. Ich muss also zum Scharfstellen auf das Gesicht nach oben schwenken, Scharfstellen auf dem Auslöser bleiben, wieder nach unten schwenken, um das Foto zu machen. Zugegeben etwas umständlich, aber daran gewöhnt man sich. Dieses letzte Set ist zugleich auch das schwierigste. Hier sind wir on location, wir haben Tageslicht und wir haben einen nicht besonders schönen Hintergrund, wenn man aus dem Fenster rausschaut, und auch an der Wand ziemlich viele Details, die wir nicht haben wollen. Die Aufgabe besteht also nun darin, das Tageslicht in der Aufnahme etwas wegzudämpfen, die Lichtstimmung mit unserem Schirm zu erzeugen und die Schärfentiefe auf das Nötigste zu reduzieren, um das Modell scharf zu bekommen, aber den Hintergrund möglichst leicht in der Unschärfe zu haben. Die Vorgehensweise ist dabei folgende. Ich messe zuerst das Umgebungslicht ohne den Blitz und stelle dann die Belichtung der Kamera so ein, dass mein Außenbereich abgedunkelt wird, also der Außenbereich, wenn man aus dem Fenster schaut, und so eine Abendstimmung erzeugt wird. Ich unterbelichte das Bild also, sodass ich anschließend mit dem Blitz meine Lichtstimmung erzeugen kann. Bei dieser ersten Aufnahme komme ich auf Blende 10 bei einer 50stel Sekunde. Ich brauche die gewisse Schärfentiefe hier, um das Modell scharf zu bekommen. Trotzdem ist der Hintergrund bereits leicht in der Unschärfe. Und ich kann jetzt das Blitzlicht setzen, um meine Lichtstimmung zu bekommen. Ich habe mich hier entschieden für ein leichtes Streiflicht. Das gibt dem Bild Tiefe, besonders in der Schwarz-Weiß-Umsetzung. Und ich bekomme kein Licht auf den Hintergrund und kann diesen dadurch etwas in der Dunkelheit ausblenden. Und am Schluss noch eine Aufnahme mit extrem geringer Schärfentiefe. Ich habe hier Blende 5 eingestellt und durch die geringe Entfernung zu der Wodkaflasche wird der Hintergrund auch sehr schön unscharf. So, das Shooting ist vorbei. Wir haben unheimlich effektiv gearbeitet, haben unheimlich viel Spaß gehabt. Und ich denke, man sieht sehr gut, wie wichtig es ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in ihren Gebieten Spezialisten sind. Die Mia hat die Kleidung ausgesucht, sie hat sich um den Stil gekümmert. Und die Daniela das Make-up gemacht. Wir haben drei verschiedene Outfits, drei verschiedene Make-ups und drei verschiedene Lichtarten zusammengesetzt zu Bildern, die meiner Meinung nach sehr gut gelungen sind und sehr fashionmäßig und super rüberkommen. Die Bilder werde ich parallel in meinen Blog posten, da kann man sie dann nochmal in größerer Auflösung anschauen. Und einige der Bilder wird auch Mia für ihren Blog verwenden. Sie hat dann schon ihre Themen dazu rausgesucht. Ich freue mich darauf. Und wenn Sie Fragen zu diesem Video haben, einfach unten in den Kommentaren mit Fragen. Ich versuche so zeitnah wie möglich zu antworten. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bald gibt es das nächste Video. Immer dranbleiben, gerne abonnieren. Bis dann, Rüdiger Schestag.